Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute an der Buch Basel und besuche die Lesungen der Nominierten und der Nominierten für den Schweizer Buchpreis. Und ich war jetzt bereits an der Lesung von der Sibylle Berg. Eine extrem coole Lesung, eine extrem coole Frau. Und die hat mir auch mein Buch signiert und ja, war auf jeden Fall richtig cool. Sehr schade, dass ich sie nicht interviewen konnte, aber sie hat halt extrem viel zu tun. Ist ja auch eine extrem erfolgreiche Autorin. Und Lust auf Ehrlichkeit, wenn du Kartoffelfrei hast. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die man sich jetzt nicht vorstellen kann, weil es klingt ja völlig absurd. Unsere Autos sind schon irgendwie Überwachungsgeräte. Also es ist ja auch so irgendwie, hey, teste, ob du was getrunken hast, sonst entlockt sich das Auto nicht. Und alles scheint vernünftig. Es scheint ja so, als ob wir müssen es nur benehmen, dann passiert uns nichts. Also es ist ja irgendwie der Standardsatz irgendwie, ich habe nichts zu verbergen. Ja, okay, dann zeig mir mal dein Suchverlauf im Computer. Und dann hatte ich eigentlich eine Stunde Pause eingeplant, weil ich dann nur noch zu der Lesung von Simone Lappert wollte, von Der Sprung. Aber dann hat mir eine Freundin geschrieben, dass sie an der Lesung von Tabea Steiner, wenn ich jetzt, ja, Tabea Steiner ist. Die ist auch nominiert für den Buchpreis, aber von der habe ich halt kein Buch gelesen, beziehungsweise hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und das war aber auch eine richtig coole Lesung, muss ich sagen. Und das Buch klang auch richtig toll. Also vielleicht lese ich das jetzt doch noch. Mal schauen. Obwohl ich eigentlich nicht wirklich Zeit dafür habe. Und wenn er nachts schreit, erwacht auch Chris. Schaut zu, wie Antonia das Kind stillt. Dann schlafen alle weiter. Genau, und jetzt geht es auf jeden Fall noch an die Lesung von Simone Lappert. Und ja, dann bin ich gespannt, wer dann morgen den Buchpreis gewinnt. Ich vermute ja, es ist Sibylle Berg. Einfach weil sie irgendwie so dieses ganz besondere Buch geschrieben hat. Aber ja, ich bin mal gespannt und freue mich jetzt noch auf die nächste Lesung und dann morgen auf die Preisverleihung. Zusammen nominiert zu sein und bin gespannt auf das, was jetzt noch passiert. Aber es ist eigentlich die Freude einfach, die mich überwiegt. Und auch die Freude, dass jetzt dann dieser Schlusspunkt folgen wird, dass er eintreten wird. Ich kann mich da irgendwie noch gar nicht so richtig hindenken, ehrlich gesagt, weil es ist eh alles surreal. Es war auch surreal, als der Anruf kam. Mein erster Gedanke war, das muss ein Irrtum sein. Also vielleicht fragen Sie mich morgen nochmal. So, ich bin jetzt fertig mit der Lesung von Simone Lappert. Also ich habe die jetzt auch angeschaut, die war auch ganz interessant. Und ja, der Tag ist jetzt vorbei, es ist dunkel. Ich freue mich auf die Preisverleihung morgen und ja, habe leider nichts für die Schule getan heute. Nicht so gut, aber die Lesungen waren alle super interessant und ja, jetzt habe ich richtig Lust aufs Lesen dieser Bücher. Auch wenn ich Der Sprung schon zur Hälfte gelesen habe, genau. Hallo zusammen, ich stehe hier gerade vor dem Theater Basel und hier wird gleich der Buchpreis verliehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wer den Buchpreis bekommt und freue mich sehr auf die Veranstaltung. So Leute, schaut euch mal an, ich sitze direkt neben den Nominierten, also da vorne, man sieht sie gar nicht, das ist Sibylle Berg und da sitzen nachher auch die anderen Nominierten alle. Schon ziemlich cooler Sitzplatz. Der ganzen Welt beweisen, dass man es auch mit nichts zu etwas bringen kann, denn trotz meiner Bequemlichkeit war das mein Ziel. Ich hatte eine ausgeprägte Vorstellung davon, wie es sein würde, eines Tages Schriftsteller zu sein. Was um mich herum geschah, interessierte mich allerdings wenig. Mit einer einzigen Ausnahme habe ich damals über Dinge geschrieben, die ich mir ausdachte, nicht über... Welches der soeben vorgestellten und gewürdigten Werke hat die Jury am meisten beeindruckt, überzeugt als bestes Buch der deutschsprachigen Schweiz 2019? Um diese Frage zu beantworten, dauert es noch einen Moment, bitte ich nämlich den Präsidenten von Literatur Basel, Hans-Georg Siegner, auf die Bühne. Er hält, Sie sehen es, das berüchtigte Kuvert in Händen. Zeit also, das wohlgehütete Geheimnis endlich zu liften und Zeit für mich, Ihnen die Bühne zu überlassen. Er
Verehrte liebe Nominierte, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, den Entscheid der Jury, deren Arbeit ich sehr herzlich, deren große Arbeit ich sehr herzlich verdanke, bekannt zu geben. Der vom Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverband und von Literatur Basel verliehene Schweizer Buchpreis 2019 geht an Sibylle Berg. Hat Sibylle Berg den Schweizer Buchpreis 2019 gewonnen. Ich freue mich sehr, ich finde das sehr eine coole Frau und ja, hoffe jetzt, dass sie mit dem ganzen Presserummel zurechtkommt. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, der Schweizer Buchpreis wurde vergeben an Sibylle Berg. Ich finde das mega cool, ich finde die Frau einfach mega cool. Ich freue mich jetzt, das Buch fertig zu lesen. Ich bin leider erst auf den ersten 100 Seiten. Höchstwahrscheinlich darf ich ein schriftliches Interview mit Sibylle Berg machen, also da unbedingt auf meinem Blog vorbeischauen. Und ja, sonst keine Ahnung, ob das jetzt ein Vlog wird, weil das ein richtig chaotisches Video ist, aus einfach so verschiedensten Videoschnipseln. Wie auch immer, falls ihr Spaß habt, das anzuschauen, dann freut mich das. Schreibt mir gerne, wie euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag.